Ich möchte uns auch durch die Hilfe Gottes auch uns ein Wort heute so ans Herz legen, das mir auch irgendwie so groß geworden ist die letzten Tage. Und wir finden dieses Wort in Johannes im 11. Kapitel, möchte ich uns hier einen Abschnitt lesen. Johannes Kapitel 11, ab Vers 21. Da sprach Maria zu Jesu: Herr, wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber ich weiß auch noch, dass was du bittest von Gott, das wird dir von Gott gegeben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder soll auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in den Auferstehung am jüngsten Tage. Spricht Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Herr, ja, ich glaube, dass du bist Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Meine Teuren, wir sehen hier aus diesem Abschnitt, und ich möchte uns diese Frage heute so durch die Hilfe Gottes, wie ich sagte, ans Herz legen: Glaubst du das? Wisst ihr, es ist vielleicht so ein kurzer Satz. Und je tiefer du dir in diesen Satz vertiefst oder darüber nachdenkst, desto mehr findest du auch Grund, Gott zu danken. Weißt du, diese Frage sehen wir hier, Jesus stellte. Ich denke, uns ist diese Begebenheit allen bekannt, von da Martha und Maria, ja, ihre Bruder Lazarus gestorben ist, und wir sehen, sie schickt den Herr zu und sagt den Meister, dass dem, das du liebst, ist krank. Und Jesus blieb einige Tage noch da, wo er war, und dann kommt er auf diesen Ort. Und hier sehen wir dieses Gespräch schon, sage ich mal, an diese Martha, die glaubte so an diesen Jesus. Und sie sagte: Wärest du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Wärest du hier gewesen? Und Jesus stellt ihr hier so oder offenbart ihr so dieses Geheimnis. Und er sagte: Wer da lebt und glaubt an mich, und wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Weißt du, meine Teure, uns wird diese Frage oft im Leben gestellt. Oder wir hören oft von Menschen, die diese Frage stellen. Und vielleicht so auch im irdischen Leben oft wird gesagt: Glaubst du, dass ich gesund werde? Glaubst du, dass ich diese Prüfung schaffen kann? Glaubst du das oder jenes? Und so oft werden uns diese Fragen gestellt. Wisst ihr, und ich denke, Jesus hier, diese Frage, die er gestellt hat, die ist sehr wichtig für uns Christen. Glaubst du das? Wisst ihr, viele heute glauben an Christus, glauben an Gott. Aber die Frage, die Jesus hier uns stellen wollte, ist viel tiefer. Nicht nur ein Bekenntnis, meine Teuren, ich glaube an Gott, sondern sie ist viel tiefer, diese Frage, dieser Glauben an Gott. Viele Menschen, sie glauben wohl an Gott oder vielleicht nur so ihres Bekenntnis: Ich glaube an Gott. Er sagte mal einer, mit dem ich so in Gespräch gekommen bin: Glaubst du denn an Gott? Dann öffnete er sein Hemd und zeigte mir so das Kreuz auf seinen Hals. Das ist der Beweis, dass ich an Gott glaube. Und so sind viele Beweise, meine Teure, die Menschen beweisen und sagen. Wir hörten vor kurzem hier vor dem Bruder, er sagte, sein Kollege geht in die Kirche und stellt eine Kerze auf und glaubt irgendwie auch an Gott. Er glaubt auch an Gott, wenn er eine Kerze aufgestellt, er meint, dadurch wird er
glücklicher werden. Und doch, er sagte noch dieser sein Kollege, ich hoffe, es reicht. Meine Teuren, so ein Glauben oder für diese Frage stellte Jesus nicht, glaubst du das? Glaubst du wirklich an das? Lieben, so wie ich schon sagte, viele Menschen, sie glauben. Aber weißt du, dieser echte Glaube an Gott, der sieht ganz anders aus. Lieben, dass wir glauben, weißt du, wir glauben oft nicht jeden Menschen, der uns etwas sagen tut, der uns vielleicht etwas erzählen tut, wir glauben es nicht immer. Weißt du, ich habe einen Arbeitskollege, dem kann ich auch nie glauben, alles, was er erzählen tut. Aber meine Teuren, meine Frage wäre ganz anders. Glauben wir an das, was Gott spricht, was Gott sagt? Weißt du, das ist das Wichtigste, das ist der Kern, dass wir glauben an das, was Gott sagt. Und weißt du, und darum spricht er hier zu der Maria, glaubst du das? Weißt du, wir finden in der Bibel immer wieder, schon auch im Alten Testament, wie oft und wie viel der Herr spricht von Glauben. Glauben zu dem Menschen, Glauben zu dem Volk Gottes. Und weißt du, und dieser Glaube, wir leben in einer Zeit, weißt du, wie auch Apostel Paulus sagte, dass dieser Glaube verloren geht, dass viele treten ab von diesem wahren Glauben von Gott. Lieben, und doch ist es sehr wichtig, Paulus spricht und sagt, in Hebräer spricht er ein Wort und er sagt, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist ein unmögliches Ding und darum spricht der Herr hier und sagte, glaubst du das? Glaubst du das? Und Jesaja geht noch weiter und sagte zu dem Herrn, Herr, wer glaubt denn noch unserer Predigt? Geschwister, sind wir heute nicht in dieser Zeit, dass wir auch ausrufen können, wer glaubt denn noch der Predigt? Wer glaubt denn noch an diesem Wort Gottes? Weißt du, viele Christen heute sind vielleicht nur so Bekenner, die gehen vielleicht in die Gemeinde, um ab es zu tun. Ich war und ein Hackchen da gestellt, ich war in der Gemeinde. Aber ihr Lieben, wie ist es mit dem Glauben? Glaubst du das, was Gott sagt in seinem Worte? Glaubst du wirklich an dies alles, was der Herr sagt? Weißt du, es ist doch so viel hier gesagt uns. Und weißt du, mir ist so wichtig, vielleicht noch eine Schriftstelle möchte ich uns lesen, eine Frage, die Jesus auch stellte, und wir finden es in Matthäus. Im 9. Kapitel finden wir hier ein Wort, vielleicht auch 3 Verse hier nur. Matthäus 9, Abvers 27. Und da Jesus von dannen fußbar ging, folgten ihm 2 Blinde nach und schrien und sprachen, ach du Herr, Sohn David, erbarme dich unser. Und da er heimkam, traten die Blinde zu ihm, und Jesus spricht zu ihnen, glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann? Da sprachen sie zu ihm, Herr, ja. Da rührte er ihre Augen an und sprach, euch geschieht nach euren Glauben. Wir sehen auch aus diesem verlesenen Wort hier, dass Jesus wiederum diese Frage stellte, die Frage, wie er Martha gestellt hat, stellte er auch hier diesen Blinden, glaubt ihr das? Glaubt ihr, dass ich euch helfen kann? Und weißt du, und wir lesen, dass beide, was Maria auch die Blinde, sie antworten mit einem Ja. Die sprachen, ja, Herr, wir glauben es, dass du helfen kannst, dass du
ein Herr bist, der helfen kann. Weißt du, und das lesen wir auch so von diesem Glauben, wenn wir in Römer 5, den ersten Vers lesen, da heißt es in diesem Vers, nun sind wir gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden im Gott. Weißt du, durch diesen Glauben haben wir Frieden mit Gott. Und darum ist der Glaube doch wichtig in unserem Leben. Sehr wichtig ist diese Frage, glaubst du das? Weißt du, Geschwister, und ich möchte uns heute etliche Fragen stellen, auf die die Bibel auch eine Antwort gibt. So etliche Fragen, die die Bibel uns geben tut eine Antwort auf diese. Und die erste Frage wäre, glaubst du an die Macht Gottes? Wie ich schon sagte, nicht alle Menschen glauben heute an diese Macht Gottes. Nicht alle Menschen glauben, dass Gott oder Jesus Macht hat über alles. Macht hat über dein Leben, Macht über den Tod und über alles hat er Macht. Und weißt du, Jesus spricht schon ein Wort in Matthäus, im 28. Kapitel, den 18. Vers. Er sagt da, mir ist gegeben alle Gewalt in Himmel und auf Erden. Ihr Lieben, mir ist es gegeben. Und diese Macht hat Jesus. Weißt du, es war so mal eine Fragen gestellt vielen Menschen ja, so ob sie an Gott glauben. Und weißt du, die meiste Zahl der Menschen haben gesagt, nein. Wenn es ein Gott wäre und ein Gott, der da Macht über alles hat, dann hätte er was unternommen. Dann hätte er was unternommen und was gemacht in dieser Welt, in dieser bösen Welt, da so viel zugeht, so viel Leid ist, so viel Not ist, hätte dieser Gott etwas gemacht, aber sonst glaube ich nicht an diesen Gott. Ihr Lieben, und doch wir hörten von Bruder, er sagte, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen. Mein Wort, es bleibt. Und darum ist so wichtig, meine Teuren, glaubst du an diese Macht Gottes? Geschwister, weißt du, wir vielleicht, die wir aufgewachsen sind, so in den Familien, da uns von die Wiege auf schon mit diesem Glauben wir bekannt wurden oder von diesem Glauben an Jesu erzählt wurde, ja, aber es reichte nicht, das, was mir erzählt. Ich musste persönlich diese Erfahrung mit Gott machen. Ich musste es machen, diese Erfahrung erleben mit Gott, und darum kann ich auch sagen, ich glaube an Gott. Ich glaube an seine Macht. Ich glaube an ihn, weil es wirklich Gott gibt. Weißt du, und wenn Menschen mir fragen werden, die Beweise, mit was willst du beweisen, dass es einen Gott gibt? Geschwister, weißt du, man braucht nicht viel philosophische Beweise hier geben. Weißt du, ich kann eins sagen, ich weiß, wie Paulus eins sagt, ich weiß, an wem ich glaube. Ich weiß, ich mache diese Erfahrungen mit Gott. Meine Teuren, und das ist die Nummer eins in unserem christlichen Leben. Wir sind gerecht geworden durch den Glauben und haben Frieden mit Gott. Und das können viele Menschen mir beweisen, aber ich weiß ja, was ich von Gott bekommen habe. Ich weiß ja den Tag meiner Erlösung. Ich weiß ja, wann ich von Neuem geboren wurde, ihr Lieben. Wann dieser Jesus in mein Leben hineingekehrt ist. Und das sind die Beweise, meine Teuren, dass es einen Gott gibt, weil wir die Erfahrungen mit ihm machen. Und wir wissen, dass er allmächtig ist über alles. Und darum sagte Jesus, mir ist alle Gewalt gegeben. Und diesem Gott, dem alle Gewalt gegeben ist, der kennt uns. Der kennt unsere Nähten, der kennt unsere Sorgen, der kennt alles. Aber wir müssen im Leben, meine Teuren, lernen, auch diesen
allmächtigen Gott zu vertrauen. Weißt du, Glauben ist so eng mit Vertrauen verbunden. Weißt du, wenn du nicht vertrauen kannst, aber nicht glauben kannst, hilft dir nicht. Wenn du glauben kannst und Vertrauen nicht hast, kommst du auch im Leben nicht weiter. Und darum an diesen Gott. Philipper 2, Vers 9 beschreibt uns Paulus noch ein Wort und sagt hier, Philipper Kapitel 2 ab Vers 9, darum hat Gott ihm auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen solle alle Knie, deren im Himmel und auf Erden und unter die Erde sind, und alle Zunge bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes und des Vaters. Lieben, wir sehen hier von dieser Macht Gottes, ja, dass er sagt hier, dass alle, er hat ihm einen Namen gegeben, über alle Namen, dass sich in diesen Namen Jesu alle Knie beugen sollen, alle Knie und alle Zunge bekennen sollen. Meine Teuren, heute, die vielleicht es nicht wollen bekennen, nicht wollen erkennen, aber es kommt der Tag. Es kommt die Stunde, wie es heißt, dass alle niederfallen werden. Alle werden vielleicht schreien und rufen, Herr, wie es zu Noah Zeit, tu uns auf. Aber die Tür, heißt es wahr, hat Gott verschlossen, zu spät. Zu spät, und alle werden bekennen, meine Teuren, dass diese Macht, dass Gott Macht über alles hat. Und die zweite Frage, vielleicht glaubst du an ein ewiges Leben? Glaubst du, dass es gibt ewiges Leben? Meine Teuren, diese Fragen, die wir so hier uns stellen, es gibt in der Bibel, uns gibt so klare Antworten auf diese Fragen. Weißt du, und diese Fragen können wir in der Schrift finden, dass Jesus selber sagte, dass er gibt dieses Leben. Er gibt dieses Leben, aber der Mensch muss willig sein. Und er sagte es auch schon zu der Martha, ja, dass ich gebe ihnen dieses Ewige. Der Mensch wird ewig leben. Ihr Lieben, vielleicht nicht mit diesem Leibe, aber dieses Ewige. In Johannes im 5. Kapitel finden wir noch auch ein Wort, was Jesus hier in einem Vers uns sagt. Der 24. Vers, Johannes 5, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist von Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihr Lieben, Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, er bekräftigt es, es ist so, dass wer an mir glaubt, der hat dieses ewige Leben. Ihr Lieben, es gibt ein ewiges Leben. Und weißt du, und Jesus betet er zum Vater in seinem hohepriesterlichen Gebet und sagt, Vater, ich will sein Verlangen, dass die du mir gegeben hast, auch deine Herrlichkeit sehen möchten, deine Herrlichkeit erfahren, dass es gibt. Und Jesus sagte, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und ich gehe euch diese Städte zu bereiten. Zu bereiten, damit ihr seid da, wo ich bin, ewiglich. Lieben, es gibt so viele Bibelbeweise, ich möchte sie nicht alle lesen, die Zeit wird uns so kurz sein, wenn wir so alle Bibelstelle aufschlagen. Aber das ist ja uns genügend, wenn wir hier sehen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mir glaubt, der hat dieses ewige Leben. Und er kommt nicht in Gericht, sondern er ist von Tode zum Leben hindurchgedrungen. Dieses ewige Leben bittet. Weißt du, es kam mal der Jüngling, lesen wir, dieser reiche Jüngling zu Jesus und stellte die Frage zu Jesus, sagt, was muss ich tun, damit ich dieses ewige Leben habe?
Und oft ist bei den Menschen so dieses Verlangen, vielleicht entsteht dieses ewige Leben haben. Und diese Frage, was muss ich dazu tun? Richter Jesus sagte ihm, was er zu tun hatte. Und wir lesen da aus diesem Wort, und er ging traurig davon. Er wollte nicht befolgen, er glaubte vielleicht nicht fest an das, was Jesus ihm hier gesagt hatte. Er ging traurig davon. Und weißt du, und wenn wir davon gehen, dann werden wir nicht dieses ewige Leben haben, sondern wir werden eins vor diesem Gericht Gottes erscheinen müssen und Rechenschaft ablegen. Lieben, ich möchte weiter. Vielleicht die dritte Frage. Glaubst du an heiliges Leben? Geschwister, das ist eine Frage, die wir oft heute, mit der wir oft zu tun haben mit Menschen. Oft Menschen stellen diese Frage und oft Menschen glauben nicht, dass wir hier auf Erden ein heiliges Leben führen können. Ein Liederdichter, der wir so singen, es heißt, heilig ihr Brüder müssen wir leben, heilig, gerecht und rein. Weißt du, und dann ein anderer Liederdichter stellt die Frage oder stellt uns die Frage auch von diesem heiligen Leben, weil es heißt, ich sage es mit meinen Worten, weil doch gesagt wird, wir können nicht leben, ja. Und er gibt da die Antwort, doch wir kennen. Und weißt du, und wir lesen schon im Worte Gottes, da heißt es auf einer Stelle, dass Jesus sagte oder der Gott sagte, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Weißt du, ohne heiliges Leben werden wir eins, dieses ewige Leben, nicht kennen erben. Wir werden nicht. Der Liederdichter 192 sagt, heilig ist der Himmelsort, nichts als Reinheit findet man dort. Und weißt du, Geschwister, wenn noch so viele Menschen vielleicht es behaupten wollen und sagen, weißt du, das werden nur die Menschen behaupten, es, die es auch nicht imstande sind zu leben, die es nicht imstande sind zu leben. Weißt du, Geschwister, es ist hier sehr eine große Unterschied vielleicht, ihr Lieben, weil oft stellen Menschen, Johannes sagte, dass wir machen Fehler im Leben. Wir machen Fehler im Leben. Auch ich habe Fehler im Leben gemacht, meine Teuren. Und doch, weißt du, wir haben einen barmherzigen Gott, einen allwissenden Gott, der uns aufmerksam macht, der uns hinweist, dass wir Fehler machen im Leben oder gemacht haben. Aber weißt du, um weiter auf dieser schmalen Lebensbahn zu bleiben, musst du diese Fehler wegräumen im Leben. Du musst es gut machen, sei es mit Menschen, sei es mit Gott. Du musst es, sonst kannst du nicht dieses heilige Leben führen, sondern der Schrift, ihr Lieben, das zeigt uns von diesem heiligen Leben, die wir als Volk Gottes, und weißt du, die Bibel gibt uns sehr viele Beweise. Und wir werden sehr viel in der Bibel finden. Ich möchte nicht viel, aber eine Schriftstelle möchte ich uns doch lesen in 1. Johannes, im 3. Kapitel. Da finden wir hier auch ein Wort. Johannes Kapitel 3, ab Vers 6. Wer in mir bleibt, der sündigt nicht, denn wer da sündigt, der hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kindlein, lasset uns niemand verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde, denn sein Samen bleibt bei ihm und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Meine Teure, ein klares Wort. Ein klares Wort, der uns hier eine Antwort gibt. Und er sagte hier, wer Sünde tut, der ist von Teufel. Der Teufel sagt, er sündigt von Beginn an.
Und er sagt noch das schöne Wort, was so lieblich ist zu lesen. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dazu ist gekommen, und er sagte, wer aus Gott geboren ist, der tut nicht Sünde. Ihr Lieben, wer aus Gott geboren ist, der führt ein heiliges, ein reines Leben hier auf dieser Erde. Ihr Lieben, und er sagte, sein Same bleibt bei ihm, und er kann nicht sündigen, weil, warum? Denn er ist von Gott geboren, weil er hat ein neues Leben von Gott bekommen und darum führt der Mensch ein reines, ein heiliges Leben und darum ist es so schön zu lesen und zu wissen, dass Gott uns, meine Teuren, berufen hat, ein heiliges, reines Leben zu führen. Und Gott will, ihr Lieben, dass wir nicht vielleicht nur mit dem Munde bekennen, wir glauben, ihr Lieben, aber die Werke. Und ihr Lieben, wir sehen, wir lesen dieses 11. Kapitel Hebräer von dem Glauben und wir lesen von diesen Männern Gottes und es heißt immer wieder, durch den Glauben hat der so viel getan, durch den Glauben hat er ein gottgefälliges Leben geführt und immer wieder durch diesen Glauben, ihr Lieben, durch diesen wahren Glauben, nicht durch diesen Glauben, der nur ein Bekenntnis hat, sondern dieser wahre Glauben. Und es ist so wichtig zu wissen, meine Teuren, habe ich, dass diese Frage vielleicht Gott an dir heute, glaubst du wirklich an mir oder vielleicht nur, weil es meine Vater, Mutter, vielleicht mein Bruder, Schwester und so weiter, ich gehe und ich bin ein Mitläufer, aber dieser echte Glaube, meine Teure, dieser echte Glaube, dieser rechtschaffene Glaube, der ist doch so wichtig in unserem Leben, damit, ihr Lieben, wir auch in den Stürmen des Lebens standhalten können. Und Gott segne uns, Gott hilfe uns jeden. Ihr Lieben, vielleicht die vierte Frage, die auch oft im Leben heute so gleichgültig genommen wird, die vielleicht wir nicht Acht darauf geben, aber die Frage, glaubst du, dass Gott es genau nimmt? Ach, wie oft hörte ich, meine Teuren, von Menschen, von Christen, wie oft hörte ich, ihr Lieben, ach, das ist doch nicht so wichtig. Weißt du, sagte mal einer Arbeitskollege zu mir, ach Arthur, du musst es doch gar nicht so genau nehmen. Es reicht doch, wenn du Gottesdienste besuchst. Es reicht doch, wenn du die Bibel liest. Es reicht doch, wenn du Gutes tust für die Menschen. Es ist doch ausreichend. Man muss doch nicht so genau es alles nehmen. Weißt du, meine Teuren, und die Bibel, die spricht uns ganz etwas anderes. Die Bibel gibt uns ganz andere Beweise. Weißt du, wir als Menschen, meine Teuren, wir versuchen oft im Leben diese Grenzen zu verschieben. Und Gott sagte eins, du sollst die Grenze, die deine Väter gesetzt haben, nicht verschieben. Du sollst in diesen Grenzen leben. Und Geschwister, wir sind heute in einer Zeit, meine Teuren, dass oft werden auch unter den Christen, es wird uns eng in diesen Grenzen. Wir versuchen, diese Grenzen uns breiter zu machen. Wir versuchen und wir oft sagen, das macht doch nichts aus und das andere nicht. Und wir gehen immer weiter weg von dieser Wahrheit. Und weißt du, und Jesus sagte ein Wort, nicht alle, die da sagen, Herr, Herr, werden das Himmelreich erben. Nicht alle, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun, die werden ein sein von denen, die es erben werden, ihr Lieben. Und Gott, sei dir gewiss, glaub das, dass Gott nimmt es ganz genau. Gott macht kein Ansehen der Person. Gott wird nicht sagen, ach Arthur, du warst doch dein Leben lang so gut und das und jenes.
eine Ausnahme. Nein, meine teuren, Gott macht keine Ausnahme. Und wenn, sagt der Prophet Jeremia, glaube ich, spricht es, er sagte, und wenn der Gottesfürchtige sein ganzes Leben Gott gedient und am Ende verfehlt, er ist dem Tode verfallen. Und wenn der Sünder, sagt er, am Ende sich bekehrt, dann ist er zugerechnet zu denen, ihr Lieben, die da heilig leben. Gott nimmt es ganz genau. Gott nimmt es. Lieben, Jesus spricht ein Wort in Matthäus im 12. Kapitel. Zwei Verse vielleicht hier. Den 36. und 37. Vers Matthäus 12. Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Ihr Lieben, Jesus spricht hier und sagte, ich sage euch, glaubst du das, dass am jüngsten Gericht für jedes unnütziges Wort, was wir sprechen, was wir sagen, wir Rechenschaft vor Gott ablegen müssen oder geben werden, ihr Lieben, wie ernst nimmt doch dieses Wort Gottes, wie genau nimmt doch Gott, ihr Lieben, wir haben ein von Mose ein Beispiel, vielleicht, das wir auch sehr gut kennen und wissen, ja, Mose und Gott sagte zu Mose, wir lesen es im 4. Mose, das schreibt Gott und sagte zu Aaron und Mose, weil ihr mir nicht vor dem Volk geheiligt habt, werdet ihr nicht in dieses gelobte Land. Es heißt da dieses Haderwasser. Lieben, dieses Haderwasser, wo das Volk Mose so viel immer wiederum zugesetzt haben, wo sie doch zu Mose immer wiederum geredet haben und gesagt, wären wir doch besser in Ägypten gestorben und hier in der Wüste haben wir kein Wasser und so weiter. Sie murrten über diesen. Und Gott sagte zu Mose, gehe und schlage diesen Fels und bitte? Rede mit dem Volk, ja, rede mit dem Volk und sage ihnen, ja, und gehe zu diesem Fels und schlage und dann kommt dieses Wasser. Da kam und Mose geht und was sagte Mose, meine Teuren? Mose sagte, werden wir sehen, ob wir euch nicht Wasser aus diesen Felsen geben werden. Ach, meine Teuren, dieser Mose. Und Gott spricht, Gott stand für diesen Mose. Ihr Lieben, Gott, da Aaron und Miriam diesen Mose angegriffen haben. Was sagte Gott? Gott bestraft, wie habt ihr euch nicht gefürchtet, wieder meinen Knecht Mose zu reden? Gott stand, Gott verteidigt, Gott war mit Mose. Aber hier Mose ein Wort. Ein Wort hat vielleicht gefehlt, werden wir sehen, ob Gott euch nicht Wasser gibt. Weißt du, meine Teure, so genau nimmt es Gott. Geschwister, Mose ist nicht verloren gegangen. Aber Mose durfte um dieses Fehlers nicht in das gelobte Land kommen. Aber Mose war, sehen wir bei der Verklärung Jesu, Mose war dabei. Mose war ein Mann Gottes und Gott sagte, dass er war ein geplagtester Mensch von allen Menschen gewesen. Warum? Weil dieses Volk wieder ihm, und weißt du, und wie Gott diesem Volke immer wiederum zeigt und immer wiederum ihnen wachrufen tut und immer wiederum will ihnen zeigen und sagen, dass sie bleiben sollen in dem, dass sie doch sollten doch wandeln in seinen Gebote, dass sie doch sollten das alles erfüllen, aber sie wichen. Vielleicht eine Schriftstelle aus 4. Mose noch. Vierte Mose, Kapitel 14, Vers 11 und 12. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange
lästert mir das Volk, und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, durch Zeichen, durch allerlei Zeichen, die ich unter ihnen getan habe, so will ich sie mit Pestilenz schlagen und vertilgen und dich zum großen und mächtigen Volk machen, denn dies ist. Ihr Lieben, so sehen wir, Gott hier wiederum spricht ein Wort und sagte hier, wie lange? Und meine nächste Frage wäre, glaubst du, dass die Geduld Gottes ein Ende hat? Gott stellt hier zu diesem Volk Gottes und sagt hier dieses Wort, wie lange lästert mich dieses Volk? Wie lange wollen sie nicht an mich glauben? Allerlei Wunder und Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. Und er musste sagen, wie lange? Wie lange wird Gott noch Geduld haben mit diesen Menschen? Wie lange wird Gott noch warten? Ihr Lieben, wie lange kann Gott noch zuschauen auf diese sündige Welt, auf dieses Verderben der Menschen, ihr Lieben, der doch so viel Geduld hat mit einem jeden von uns, der Geduld hat mit allen Menschen. Und Petrus spricht im 2. Petrus, im 3. Kapitel, der 15. Vers, es heißt ja dort, die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit. Ihr Lieben, diese Geduld Gottes, die nimmt irgendwann ein Ende. Die nimmt irgendwann ein Ende. Und dann kommt dieses Ende. Dann kommt dieser letzte Tag, ihr Lieben. Und dann diese Frage, glaubst du oder hast du geglaubt? Hast du diesen wahren Glauben gehabt? Hast du dieses Vertrauen zu mir gehabt? Hast du dieses beigelegte Gut bewahrt in deinem Leben, Geschwister? Und darum lasst es uns wahrnehmen, dass diese Geduld Gottes ein Ende hat. Dass diese Geduld Gottes, und dann kommt das, wie genau es Gott nimmt, dann werden wir es sehen. Dann werden wir an jeder es erfahren, ihr Lieben. Aber solange es heute, solange Gott noch Geduld hat, kann jeder zu ihm kommen, kann jeder ihm suchen in diese angenehme Zeit. Und darum, meine Teuren, vielleicht meine letzte Frage noch. Glaubst du, dass Jesus dich liebt? Weißt du, viele Menschen sagen heute, ich glaube es nicht, dass mich ein sündigen Menschen Gott lieben kann. Ich glaube es nicht. Und doch, Geschwister, lesen wir in der Bibel so oft und so viel von dieser Liebe Jesu zu den Menschen. In Johannes im 13. Kapitel heißt es am Anfang, so wie er geliebt hat die Seine, die in der Welt sind, so liebt er sie bis ans Ende. Er liebt jeden Menschen. Er liebt ohne Ausnahme jeden Menschen, ihr Lieben. Er liebt jeden Menschen. Und er sagte, dieses bekannte Wort oder dieser bekannte Vers, also hat Gott die Welt geliebt. Ihr Lieben, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ach, wie traurig, dass nicht alle wollen es glauben. Dass nicht alle wollen es glauben und begreifen, dass Gott sie lieb hat. Dass Gott sie nachgeht. Dass Gott sie ruft. Dass Gott sie selig will machen. Er geht jedem Menschen nach. Er redet zu jedem Menschen. Und wir lesen es schon in Hiob, dass er redet, oder der Psalmist sagt es, von Sonnenaufgang bis zum Sonnenniedergang. Er redet. Und Hiob sagte, er redet 2 bis 3 Mal zu einem jeglichen Menschen, damit er ihm aus dem Verderben retten will. Ist das nicht der Beweis dieser göttlichen Liebe Gottes? Ist das nicht ein Beweis, dass Gott dich liebt? Bist du jung, bist du alt, bist du vielleicht noch nicht auf dem Weg des Lebens, er liebt dich und er will dich in deine Arme nehmen. Dazu kam er auf dieser Welt, und doch
Menschen begreifen es nicht. Menschen wollen es heute nicht wahrnehmen. Weißt du, und diese Liebe Gottes, die wird sich eins wenden. Wenn das Ende kommt, dann kannst du nicht mehr, sondern es heißt, dass dieser Gott, er wird dieses unbarmherzige Gericht ergehen lassen über die, die nicht ihm gefunden haben oder die nicht zu ihm sich gekehrt haben, die nicht den Weg zu ihm gefunden haben. Heute liebt er noch, heute streckt er noch deine Hand aus und heute ruft er noch dich, dass du dich zu ihm wendest. Und weißt du, und das ist der Beweis, dass er uns liebt, weil er selber sagte, und ich lese in Johannes vielleicht noch in 15. Kapitel ein Vers, was Jesus hier sagt. Johannes Kapitel 15. Gleich wie Vers 9. Gleich wie mich mein Vater liebt, also liebe ich euch, bleibet in meiner Liebe. Lieben, so sehen wir, und wie ich schon sagte, es sind noch viel mehr Beweise, und man könnte mit diesen Fragen fortfahren und fort, so viele Fragen, und wir haben mehrere Beweise, wie Gott doch so den Menschen liebt hat. Und schon im Alten Testament heißt es in Jesaja, ich habe dich je und je geliebt und habe andere Völker an deiner Stadt hingegeben, weil ich dich geliebt hat. Und das ist die Liebe, Geschwister, dass Gott uns liebt. Dass Gott uns liebt, und wie der Bruder schon sagte, er liebt uns, er schenkt uns alles reichlich, wir haben die viele. Ist das nicht ein Beweis, meine Teuren, dass Gott uns liebt, dass Gott für uns sorgt und alles haben wir die viele? Aber möchten wir, Geschwister, wie wir hörten vor einigen Wochen, dieses Gedanken, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Weißt du, wenn ich ihm lieb werde haben, er werde sich nie von mir wenden. Und er sagte, er bleibet, eine Bitte so, bleibet in meiner Liebe. Und Gott möchte uns, ich lese zum Schluss noch ein Vers, damit schließe ich auch in 1. Petrus, in 1. Kapitel, den 7. Vers. Und er sagte hier, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7, auf dass eure Glaube rechtschaffen und viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu Lobe und Preise und Ehre, wenn es offenbar wird Jesus Christus. Lieben Paul, Apostel Petrus ruft dir zu. Er sagt, auf dass eure Glaube möchte erfunden sein, viel köstlicher, ja, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutet ist. Ach, das wäre auch mein Wunsch zu uns alle, meine Teuren, dass dieser Glaube doch nicht möchte, dass wir nicht weichen möchten von diesem echten Glauben, sondern bleiben, ihr Lieben, dass dieser rechtschaffene Glaube doch möchte doch in uns gefunden werden, dass wir nicht nur möchten sein als die Menschen, die nur bekennen, die nur mit Mund, aber sondern dass dieser wahre Glaube, und weißt du, der Glaube, es ist ein Gedanken, der sehr groß ist, er geht viel tiefer und viel weiter noch, dieser Glaube, weißt du, und Neiler schreibt in seinem Buch, und er schreibt, der gesundmachende Glaube, ihr Lieben, und weißt du, und wenn dieser gesunde Glaube, dieser geistliche Glaube gesund ist, dann wird auch der Glaube an unserem Leibe. Da werden wir auch diese Erfahrung mit ihm machen, wie wunderbar unser Gott ist. Was für ein Wunder Gott. Dann werden wir auch sehen, diese Macht Gottes in unserem Leben, und werden auch kennen, Gott danken und bezeugen für diese Wunder, die Gott an uns tut. Gott möchte uns segnen, auch weiter diese Stunde. Ihm gebührt für alles Lob und Dank. Amen.